Ja, hallo alle zusammen. Ich habe hier ein Average of 12 aufgenommen beim Pyraminx. Eigentlich habe ich schon am Samstag aufgenommen. Jetzt mache ich halt den Commentary dazu. Das war der erste Scramble. Da war der Block schon da und ja, ich habe da kurz im IRC geschrieben, dass ich da einen ganz guten Scramble erwischt habe. Eigentlich sollte der unter 5 gehen. Mal schauen. Ja, war jetzt nicht Sub 5, also die Centers habe ich irgendwie viel zu lahm gemacht, keine Ahnung. Aber Zeit wird gleich gezeigt. Ja, mein Pyramid ist halt übertrieben lose oder locker halt. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich hole mir wahrscheinlich den Pyramid von Nephilz. Ja, mal gucken, ob das besser ist. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, da war der Surfer auch lucky. Da sieht man gleich, dass die Edge schon fertig war. Genau. The Last Edge Skip, wie man es nennt. 621. Bei dem Average hatte ich übertrieben viel Luck. Also ich zähle mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Last Edge Skip, einmal Last Layer Skip und zweimal Block schon fertig. Also ich benutze auch gerade Pyraminx von Kubicon. Das war mal ein nicht lucky Surf. 763. Ja. Und ich finde persönlich, dass ich ziemlich langsam drehe. So. Weiß nicht. Wenn ich mir Orca zum Beispiel angucke, der hat da echt einen übertriebenen Turning Speed. So. Bei dem Surf habe ich jetzt, glaube ich, einen Last Layer Skip. Mal schauen. Genau. 661, ja, geht eigentlich für ein Last Layer Skip. Eigentlich könnten alle Surfs mindestens eine Sekunde schneller sein, wenn ich einfach schneller drehen würde. Ja. Also ich würde eigentlich auch sagen, dass man beim Pyraminx eigentlich die gesamte Inspection-Zeit nutzen sollte. Also wenn man wirklich jetzt bei Ortega schon einen Block gefunden hat, dann guckt man sich die Centers an und die Tips und guckt, wie man die dann drehen muss. Dann spart man sich auf jeden Fall Zeit. Bei dem Surf, ja, wie soll es anders sein? Plus 2. Ja, sieht schon leicht, dass ich mich aufrege, aber 7, 13 plus 2, 9, 13. Also wäre der nicht plus 2 gewesen, dann wäre der Average of 12 PB gewesen. Schade. Ja, egal. Kann man nichts machen. PB kommt schon irgendwann. Ja. Da ist, glaube ich, der Block schon da. Genau. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich einen guten Average of 5 hinlegen, weil hinten zwei gute Sechser drin waren. Und da habe ich mich jetzt gefreut, dass ich die gute Zeit hinten wieder ausgeglichen habe, sage ich mal. Ja, 602. Das war, glaube ich, die beste Zeit, kann das sein? Glaube ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Der S-Hof war wieder lucky. Last Edge Skip. Und 6, 5, 8. Also wie gesagt, übertrieben viel Lucky Solves gehabt. Der nächste Solve war, glaube ich, der beste Non-Lucky. Wenn ich das richtig sehe. Also Block, also wenn der Block schon da ist, dann würde ich auch sagen, dass es Lucky ist, oder? Ich denke mal schon. Der ist Non-Lucky. Und Last Layer viel zu lange gebraucht, finde ich. Also ich kann den, was war denn das für ein Last Layer? Das war U-Prime, R-U, R-Prime oder sowas. Den kann ich eigentlich nicht so schnell, wie ich gerne wollte. So, jetzt sind das, glaube ich, die letzten vier Solves. Und die hatten alle Lucky Last Edge. Und das war der schlechteste Solve. Und dann war er noch Lucky. Also echt dumm. Also, der Block ist jetzt ist fertig. Das waren ungefähr 6,5 Sekunden für den Block. Ja, und dann scheiß Last Layer. 12-3-1 Lucky. Ah, dumm. Muss man nicht haben, aber egal. Blöd ist halt die, was war es, 713 plus 2. Also die hätte nicht wirklich sein müssen. Jetzt kommen nochmal zwei gute Sechserzeiten. Da hatte ich mich eben mit dem Tipp vertan. Das waren Last Edge Skip und, was war das? Ich glaube ein UL Prime. U-Prime L oder sowas. Das ist, glaube ich, mein schnellster Last Layer. Mein schnellster. Ja, Last Layer halt. Der geht, glaube ich, so 0,3 bis 0,4. Wieder Last Layer Edge. Und das waren 2 Edge Flip, glaube ich. Am Ende 625. Ja, jetzt ja, die letzte Zeit war, glaube ich, nicht so gut. Also dafür das Lucky war. Ja, sieht man auch, dass der Block eigentlich relativ schwer ist. Ja, der erste Schritt. Ja, gut. Dann danke ich schon mal fürs Zuschauen. Average war 704, glaube ich. Ja, die letzte Zeit 8:30.